Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier, willkommen zurück zu Lost Planet 3. Und diese komische Bahn macht wahnsinnige Probleme. Checken wir das mal. Irgendwas scheint da nicht in Ordnung zu sein. Ein so ein Ding haben wir aktiviert, aber... müssen wir mal gucken. Ein Knotenpunkt. Schwerlast. Erfolgreich angedockt. Okay, nur noch bis zur 6. 5 haben wir noch rüber. Fehlfunktion des Systems. Schon wieder eine Fehlfunktion? Muss ich nochmal zurück? Jim, wir sehen hier, dass eine der Stationen wieder aktiv ist. Du musst die andere auf dem Weg zur Schüssel mit dem Mech auch wieder aktivieren. In deiner Nähe ist eine Höhle, die zur ersten Nebenstation führt. Viel Glück. Ja, das ist echt genial. Reaktiviere die zweite Station. Oh Gott, auf was für Viecher wir da treffen werden. Hier schon keinen Bock drauf. Die wollen uns doch eher nur zerfleischen. Boah, wie dramatisch. Normalerweise könnte er so ziemlich... so halbwegs normal hier gehen. Ich werde das Viech zerfetzen. Wo bist du? Na super. Oh shit. Oh shit. Ich komme hier nie raus. Voll ins Gesicht. Trotzdem nur erwischt. Immer noch nicht genug. Ah, und so ein braves Viech. Hier drauf. Ja, toll, nächste Welle. Ich glaube, wir werden noch eine Weile Spaß haben mit den Viechern. Ich konzentriere mich einfach aufs Gesicht. Tja. Meine Flips sind unbesiegbar. Okay, anscheinend doch nicht. Oh, Viech ist doch gut. Der hat aber langsam genug. Okay. Zwei dieser Viecher reichen mir vollkommen. Super awesome, okay. Gehen wir mal zum nächsten Punkt. Versuchen wir die Bahn zu reparieren. Okay, richtige Frequenz finden. Ja. Perfekt. Station 2 läuft. Scheiß Monster, die dürften ja alles niedergelegt haben. Energieversorgung wiederhergestellt. Granate doch nicht. Das dürfte reichen. Ja, wahrscheinlich schon. Wir wollen nach oben. Tadam, Station 2 läuft. System online und bereit. Der Typ hat Glück. Oh, wie unnötig dramatisch. Ohne Mist. Einfach so unnötig. Wunderbar. Na, da gehen wir besser nicht lang. Oh Gott, bitte lasst mich am Leben, Eiszapfen. Oh ja, Munition. Meine Splittergranate, die ich verschwendet habe, wiederbekommen.
Oh, euch habe ich zum Fressen gern. Gib mir die Proben. Moment, dann lasse ich doch gleich die Viecher hier komplett spawnen. Ist doch viel besser. So, ich habe schon 6 Proben. Noch 14. Okay, wir haben nur 2 Punkte, wo die spawnen, ist gar nicht mal so übel. 8. Hauptsache, wir kassieren schön unsere Belohnung. Noch 11. Und es gibt sogar noch ein bisschen Kohle. Das rein, 9 Stück noch. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Oh. Ah, da kommen die doch raus. So, was mit dem Ding? Hier spawnt auch nichts mehr. Hast du genug, ja? Dämlich, fuck. Egal, die dürfen hundertprozentig noch mehr sein. Können ja nicht alle gewesen sein. Mag ich doch. Wow! Fuck, die explodierenden Dinger sind wieder hier. Wenn man da nicht aufpasst, ist man so schnell erledigt. Okay, einer noch. Jetzt müssen wir zu dem zurück. Und der Weg zum Labor ist so endlos lang. Ist echt... Ich weiß nicht, das stört mich nicht wirklich, aber ist ein bisschen blöd. Hätte man irgendwie abkürzen können. Aber sieht man wieder mehr von der Basis. Warum nicht? So, gib mir die Munition. Es gibt jetzt ein Schlachtfest. Oh, wir werden erstmal das Loch da schließen. Ich weiß nicht, ob das Spiel gepatcht wurde, aber das läuft überraschend flüssig auf einmal. Gefällt mir sehr gut. Natürlich auch höchsten Details. Und rein damit. Das war knapp. Sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich war komplett dominierend, aber auch wenn du das so siehst. Der Typ mag das gar nicht, dass ich den die ganze Zeit in diese Dinger jage. Ach, nö. Viecher kommen irgendwie zu oft. Keine Granaten mehr, fuck. Dann müssen wir uns auf die Birne konzentrieren. Gib mir das größte Feld, wo ich was treffen kann. Springen mal schön in die Dinger da rein. Epic. Das Vieh ist immer wieder geil. Immer wieder für Überraschungen gut. Jo. Das Vieh ist tot, das Vieh ist tot. Dann nehmen wir noch das Zeug da hinten mit. Gehen hier durch den Spalt. Und gucken, wo Station 3 ist. Boah, wenn das so lange dauert, bis wir dann zu Station 3 kommen. Wie lange dauert das, bis wir dann zu Station 6 kommen? Wahrscheinlich nochmal 5 Jahre. Okay, hier haben wir schon mal das Teil. Da müssen wir es aktivieren. Aber jetzt checken wir, was wir eine Kiste haben. Kiste? 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 Ah, willst du nicht aufgehen? Okay, dann bleib zu. Okay, Station 3 ist sowas von ready. Station am Netz. Mal sehen, was das gebracht hat. Hoffentlich nur Gutes. Wir werden schon irgendwie durchkommen. Oh, Splittergranaten. Ich muss mal gucken, dass ich mehr Splittergranaten tragen kann, denn die sind doch schon ziemlich mächtig gegen diese ganzen Viecher. Okay. Dadurch, dass wir hier auf diesen eisigen Planeten rumlaufen, hat das irgendwie auch ein bisschen was von Dead Space 3, muss ich ehrlich gesagt sagen. Düstere Atmosphäre. Nicht wirklich eine Horroratmosphäre, aber doch schon sehr, sehr actionreich. Wo kam der denn her? Bleib bloß oben.
Ich bin nicht Happa Happa für dich. Du kannst die kleinen Viecher da fressen. Ich werf schon wieder die Granate. Ich lern's nie. Fuck. Du weißt gar nicht, wo ich bin. Guck weg. Boah, Glück gehabt. Ich hätte mich das Vieh sogar runterboxen können. War das schon cool, das Ding zu benutzen. Immer schön mit dem Seilzug sich hochzuziehen. Gar nicht mal so übel. Genicksprungrolle haben wir auch mittlerweile perfekt drauf. Oh, alles wieder so glitschig und klebrig und irgendwie typisch Aliens. Okay, wir haben eine neue Spezies hier. So, damit gar keine neuen Viecher spawnen. Hallöchen. Oh shit, das sind ziemlich viele Löcher. Ich werde mal zusehen, dass ich hier schleunigst rauskomme. Natürlich nicht die Ressourcen vergessen. Ich sag ja, das wären viele. Na, solange mich nicht alle gleichzeitig angreifen, ist das okay. Jetzt sag ich mal halbwegs den Weg vorne frei. Perfekt. Geht noch ein bisschen ums Überleben. Die prügeln sich da. Ich bin sowas von weg, ihr Idioten. Ich denke, wir wollen da hoch. Ja. Was ist, wenn das Seil mal irgendwann zu kurz ist und da kommt man nirgendwo hoch? Ja, came over, oder? Das ist der Reaktor. Wir müssen da hoch. Und vier. Station am Netz. Oh, jetzt sollen wir die Weiche umstellen, ausgerichtet. Ich richte sie besser mal auf den Gipfel aus. Richtig. Wenn wir das machen, kommen natürlich sofort irgendwelche Viecher und greifen uns an. Weil die haben was dagegen. Die wollen nicht, dass wir oben erreichen. Oh, doch nicht. Das sollte die richtige Richtung sein. Ich glaube, das bei Resident Evil oder so war das in irgendeinem Horrorfilm, Horrorspiel vielmehr. Man legt einen Schalter um und dann kommen direkt irgendwelche Viecher. Die wollen dann aufschlitzen. Die wollen einfach eine Menge Spaß mit dir haben. Einfach ignorieren. Wir tun die Hände vor unserem Kopf. Und am besten vor unseren Augen und tun so, dass die Viecher gar nicht da wären. Ich kann hier nicht runter. Wo muss ich hier hin? Lass mich raten. Hier wahrscheinlich rein. Fuck yeah. Ich prügel mich gar nicht mit den Viechern, weil ich weiß, die spawnen sowieso. Sicherlich, ich kann die ganze Energie gebrauchen, aber ist ein bisschen zu gefährlich. Badass, ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten. Meine Waffe zu graden. Oh, eine ganze Horde von denen. Na, fein. Oh. Komm schon, lass mir wenigstens ein bisschen Ruhe. Oh, das Magazin ist schön groß. Gut, dass ich das geupgradet habe.
Ah, geht mir tatsächlich die Munition aus. Heißt zum ersten Mal Shotgun-Time. Oh, das Baby hat sich gelohnt.